Diese Folge wird euch präsentiert von leasingmarkt.de. Okay, Alk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Hier ist der Schlüssel, oder das Schlüsselbund will ich fast sagen, das Schlüsselbund zu unserem heutigen Testwagen. Und das ist der Volkswagen T6.1 als California Ocean. Normalerweise mache ich auf Ausfahrt TV Videokaufberatung zu PKWs und leichten Nutzfahrzeugen, die nehme ich auch hin und wieder. Das ist jedoch meine erste Kaufberatung zu einem Camper. Darum möchte ich das Ganze zwar Kaufberatung nennen, aber wer sich hier eine fachkundige Expertise eines Camping-Experten erwartet, dem muss ich leider sagen, dem ist nicht so. Ich denke, es ist trotzdem unterhaltsam zum Anschauen, aber ich muss gestehen, ich habe in der Nacht von gestern zu heute das zweite Mal in meinem Leben in einem Camper geschlafen. Das erste Mal, da war ich 16, auf einem Austausch und bin nicht mehr ins Haus gekommen und habe im Camper der Gastfamilie geschlafen. Es war nicht planmäßig und ich kann mich auch nicht mehr wirklich erinnern. Aber ich kann mich sehr gut an die Nacht gestern erinnern. Trotzdem möchte ich hier an der Stelle sagen, ich bin kein Experte und ich zeige euch das Auto sehr ausführlich, denke ich. Ich entdecke das ein Stück weit mit euch, wobei wir gestern schon auf großer Entdeckungstour waren. Ich kann euch ein bisschen was zum T6.1 natürlich sagen. Ich kann euch ein bisschen was zum Campingausbau sagen, aber ich möchte es trotzdem ein bisschen einschränken, dass hier nicht die falsche Erwartungshaltung aufkommt. Nichtsdestotrotz, wir haben hier also einen Bulli, einen VW-Bulli und es gibt auch diverse Mitbewerber in dem Segment. Einen durfte ich mir auch schon mal von innen ansehen, das ist der Mercedes Marco Polo, also die V-Klasse als Ausbau. Die hatte der Jens Stratmann neulich, da konnte ich mal reingucken. Das Ganze in ähnlich, aber ganz anders. Und dann ein weiterer Mitbewerber wäre noch der Ford Westfalia Nugget zum Beispiel. Und dann gibt es noch ein paar andere, die kenne ich aber nicht. Der Volkswagen California wurde als Upgrade der sechsten Produktgeneration im August 2019 in Düsseldorf erstmalig gezeigt. Das Basisfahrzeug wird in Hannover, der Ausbau in Hannover-Limmer gefertigt. Beim Euro-NCAP-Crashtest hat der T5 damals im Jahr 2013 4 Sterne bekommen. Der California in der Ausstattungslinie Beach, das ist die kleinste Ausstattungslinie, kostet in der Basis 48.800 Euro. Unser Testwagen der höchsten Ausstattungslinie Ocean kostet mit allen verbauten Optionen in der Liste, also als Listenpreis, 92.900 Euro. Normalerweise konfiguriere ich den Testwagen für euch, das habe ich getan. Die Konfiguration konnte ich aber leider weder ausdrucken noch abspeichern. Somit gebe ich euch nur den Bestellcode, mit dem könnt ihr aber auch nichts machen, außer zum Händler gehen. Aber den habe ich auf der Homepage hinterlegt. An dieser Stelle weise ich gerne auf meinen Partner leasingmarkt.de hin. Die haben nämlich Leasingangebote. Ich weiß nicht, ob der California da auch mit dabei ist. Es würde mich aber nicht wundern, denn hier die haben ganz viele Angebote zu unterschiedlichen Fahrzeugen. Unser Testwagen hat einen 2 Liter Reihen-Vierzylinder Turbodiesel unter der Haube. Der leistet 199 PS und hat ein maximales Drehmoment von 450 Newtonmeter, welches zwischen 1400 und 2400 Umdrehungen pro Minute anliegt. Geschaltet wird automatisch mittels 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Unser Testwagen hat Frontantrieb, es gibt ihn aber auch mit 4Motion Allradantrieb. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 197 km/h. Weitere technische Daten konnte mir Volkswagen zum Zeitpunkt des Tests nicht zur Verfügung stellen. Optional kann man den California noch mit 2 leistungsschwächeren Dieseln bestellen. Der California 6.1 kommt mit diversen Neuerungen. Ein paar sind vielleicht gar nicht so groß, aber ich finde sie entscheidend. Ich fange mal an bei dem California Update. Wir haben eine Veredelung der Schränke, zumindest spricht der Volkswagen davon. Gibt neue Knöpfe zum Öffnen und Schließen. Dann das Bett hier oben, vormals mit Lattenrost, jetzt mit Federtellern. Und dann gibt es ja oben über dem Rückspiegel so ein Display, war früher monochrom, so ein kleines. Und da haben wir jetzt ein lustiges Farbdisplay und können einige Sachen damit steuern. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Aber der Versionssprung vom T6 an sich, also von 6 zu 6.1, der ist auch schon gewaltig und damit davon profitiert jetzt auch der Käufer vom California 6.1 oder T6.1.
Wir haben einmal ein Fahrdynamik-Update sozusagen. Es ist nämlich eine elektromechanische Lenkung dazugekommen. Damit kann man jetzt so lustige Assistenzsysteme wie einen aktiven Spurhalteassistenten oder auch einen Seitenwindassistenten realisieren. Und da hat Volkswagen jetzt endlich nachgezogen. Das hatte die V-Klasse ja schon vor längerem mitgebracht. Und dazu gibt es noch so ein Update im Innenraum halt, neue Armaturen, optional gibt es ein digitales Display und ein neues Infotainment-System hat auch noch Einzug gehalten. Volkswagen bietet den California in 3 Ausbaustufen oder in 3 Ausstattungslinien an. Beach Coast Ocean. In der Ausstattungslinie Beach zum Beispiel ist gar keine Küchenzeile dabei, dafür mehr Platz zum Sitzen, während beim Ocean dann die Küchenzeile dabei ist. Der Beach, der hat noch Halogenscheinwerfer. Bei uns beim Ocean, also unserer Ausstattungslinie, sind die Voll-LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht serienmäßig mit dabei. Allerdings die Nebelscheinwerfer unten, da sind noch Glühbirnen verbaut. In der Basis steht der California auf 16 Zoll Alufelgen. Das sind aber optionale 18 Zöller, auf denen unser Testwagen steht, der im Übrigen eine Bodenfreiheit von 193 mm haben soll. Hier ist kein zusätzlicher Tankstutzen, sondern die Frischwasserversorgung und dazu noch die Möglichkeit, den Wagen von außen mit 220 Volt zu versorgen. Ist einmal wichtig, um die Batterien aufzuladen, 3 Stück hat er ja, aber auch eine Steckdose, die quasi nur durchgeschleift wird, wenn man mal ein bisschen mehr Power braucht. Denn er hat noch eine weitere Steckdose, die ist aber nur für 300 Watt zu haben. Frischwasser können wir 30 Liter auffüllen und Brackwasser haben wir aber auch nur 30 Liter, also gehen 30 frisch rein und 30 wieder raus. Die Farbe oben Candy Weiß, die Farbe unten Copper Bronze Metallic. Zusammen ist das eine von 18 Farben bzw. Farbkombinationen, in denen man sich seinen California bestellen kann. So hört er sich an, der Dieselmotor im Volkswagen California mit dem 199 PS Diesel. Ja, den Auspuff seht ihr nicht, der ist auf der rechten Seite hinterm Stoßfänger versteckt. Und wenn vorne LED, dann auch hinten LED. Wir haben also hier komplett LED-Rückleuchten beim California T6.1. Mit dem Schlüssel der Funkfernbedienung kann ich nicht nur das Auto fair- und entriegeln, sondern auch die Fenster öffnen und schließen. Ich brauche den Schlüssel aber tatsächlich, denn ein Keyless Go-System gibt es nicht, sondern ich muss den hier manuell öffnen. Hier vielleicht nochmal für alle, die sich mit dem T-Modell nicht auskennen, einmal der Diesel-Einfüllstutzen und der AdBlue-Einfüllstutzen. Und jetzt steige ich auch ein. Das mache ich nochmal, glaube ich, ne? Den Einstieg. Das kann ich auch professioneller, sonst lacht Eik noch. Also ich kann auch hier ganz normal einsteigen. Ah, ist aber wirklich nicht so professionell. Und habe hier zum Glück auch nochmal einen Griff, damit ich mich bequem in den Sitz wuchten kann. Herzlich willkommen im Innenraum hier vom Volkswagen T6.1 California Ocean. What you see is what you get ist nicht der Fall und ich kann leider auch nicht auf die Konfiguration verweisen, aber wenn ihr euch das Auto konfiguriert, werdet ihr Elemente wiederfinden, die hier nicht serienmäßig auf jeden Fall dabei sind. Ich fange aber wie immer mit dem Materialcheck an. Hier das Armaturenbrett, da haben wir einen harten Kunststoff als Werkstoff. Das Ganze ist dann hier nochmal so ein bisschen verziert. Und hier unten haben wir dann die eigentliche Applikation. Hier auch wieder harter Kunststoff, allerdings in einer etwas helleren Farbe. Und das zieht sich auch hier nach unten durch. In der Tür ebenfalls harter Kunststoff, wohin meine Fingernägel auch kommen. Da brauche ich gar nicht weiter nach unten gehen. Und auch die A-Säule, da finden wir auch Kunststoff wieder. Der Himmel ist dann mit Stoff bezogen und ganz, ganz leicht unterfüttert. Ja, bei der Materialwahl im vorderen Wagen müssen wir wahrscheinlich berücksichtigen, dass wir letztendlich immer noch im Nutzfahrzeug sitzen, selbst wenn es zweckentfremdet ist als Camper. Ich jetzt mit meiner Erfahrung hier, dass wir 2 Tage in dem Auto gewohnt haben, finde das gar nicht so schlimm, weil letztendlich muss es zweckmäßig sein. Und wenn man sich hier mal umguckt,
das ist alles ganz schön eingesaut von unseren 2 Tagen Camping auf den Campingplätzen. Da willst du es einfach nur gut reinigen können halt. Ne? Dann machen wir gleich weiter mit der Ergonomie. Der Wagen kommt jetzt mit dem neuen Infotainment-System, also der neuen Generation. Und wir haben hier ein 9,2 Zoll Display als Touchscreen. Hier an der Seite dann noch so Kurzwahltasten halt. Und ich kann hier natürlich auch, wenn ich möchte, rumtouchen ohne Ende. Irgendwelche Sachen anklicken, das geht recht flott. Dann gucken wir uns die Lüftungsdüsen an. Das ist eine Neuerung vom 6.0 zum 6.1. Die Lüftungsdüsen verschließt man, indem man sie zur Seite dreht. Das heißt, ich kann den Luftstrom hier nicht mehr separat regeln. Und das ändert sich auch nicht, wenn wir uns die äußeren Lüftungsdüsen ansehen, auch hier zur Innenseite schieben, um das Ganze zu verriegeln. Aber so wirklich regeln kann ich den Luftstrom nicht. Unter dem Infotainment-System haben wir hier Tasten, zum Beispiel die 3-stufige Sitzheizung, die wirklich top ist. Da brennt dir der Rücken richtig weg, das finde ich angenehm. Und dann hier die Steuerung der Klimaanlage. Und wir haben hier eine 2-Zonen-Klimaanlage. Auf der linken Seite dann noch die Frontscheibenheizung und der Fahrmodus-Schalter. Auf der rechten Seite so ein bisschen aus dem Weg der Warnblinkschalter und dann hier nochmal für die Parkpiepser bzw. den Parkassistent die Steuerung. Beim Lenkrad handelt es sich um ein Multifunktionslenkrad. Das Lenkrad ist mit Leder bezogen im Übrigen und ich kann es manuell verstellen, sowohl in der Tiefe als auch in der Höhe. Kann ich mir das anpassen und es ist eigentlich egal, wie ich es anpasse, ich kann immer das Cockpit hervorragend ablesen. Es ist keine Lenkradeinstellung, die mir irgendwie Teile des Cockpits verdeckt. Das ist also ein Multifunktionslenkrad. Auf der linken Seite kann ich den adaptiven Tempomaten steuern und habe hier noch die Wippe für die Lautstärke vom Infotainment-System. Auf der rechten Seite habe ich dann hier auch noch Steuerung vom Infotainment-System, kann aber auch den Bordcomputer steuern von dem digitalen Cockpit, was ich jetzt hier habe und hier nochmal Lieder skippen. Wir haben 2 Schalter an der Lenksäule, einmal der Scheibenwischer, allerdings nur für vorne, hinten haben wir keinen Scheibenwischer und auf der rechten Seite dann Blinker, Fernlicht und Lichthupe. Der eigentliche Lichtschalter ist ein alter Bekannter, der befindet sich links neben dem Lenkrad, da kann ich also Licht anschalten und auch Nebelschlussleuchte und Nebelscheinwerfer aktivieren. In der Erweiterung der Armablage hier haben wir die 2 elektrischen Fensterheber vorne, eine Kindersicherung für die Schiebetür und die Spiegelverstellung. Die Spiegel kann ich auf den richtigen Dreh auch anklappen bzw. hochklappen, so halb, was auch immer. Geht auch wieder zurück und hier vorne noch eine Wippe für die Zentralverriegelung vom Fahrzeug. Ja, ich bin 1,80 Meter groß, presse mich mal hier ganz in den Sitz und man sieht, ich bekomme noch bequem eine Faust zwischen meinem Kopf und dieses Rollo. Und da sehen sich dann ja das Hochdach verbirgt. Also habe hier genug Kopffreiheit, auch wenn ich den Kopf zur Seite drehe, ist alles gut. Wir haben hier wahnsinnig viel Abstand zwischen den Sitzen, unter anderem übrigens auch Armlehnen an den Sitzen, an beiden Seiten sogar. Also ich kann hier wählen, ob ich die Armlehne nutze als Armablage oder hier die Türoberseite. Der Blick nach vorne, ich meine, wir sitzen im Bulli, was soll ich denn sagen? Man hat einen schönen Blick nach vorne. Es kommt einem auch groß vor, wobei es sich trotzdem noch alles ein bisschen kompakt anfühlt, gerade beim Fahren. Also du hast nicht das Gefühl, du fährst so ein Riesenschiff, sondern eigentlich ist es fast so ein PKW-artiges Fahrgefühl hier in dem T6.1. Die Sitze selber, wir sind jetzt, ich glaube, irgendwie 700, 800 Kilometer in 2,5 Tagen gefahren. Finde ich super, sind bequem, allerdings nur manuell zu verstellen. Also ich kann die ganz nach hinten oder ganz nach vorne rücken. Ich habe keine Höhenverstellung, sondern hier vorne nur ein Drehrad. Das ist die Lordosestütze, ne? Die ich hier verstellen kann. Und dann kann ich die Lehne selber noch verstellen und kann die Kopfstützen halt rein und rausdrücken, also rausziehen und nachher auch wieder einfahren. Aber wie gesagt, die Sitze sind sehr bequem. Und Volkswagen bietet auch noch andere Sitze an, im Übrigen. Das Besondere an den Sitzen ist, aber das will ich eigentlich gar nicht groß sagen, dass ich die halt so zur Seite drehen kann und dann einmal umdrehen, um in den Innenraum hinten zu sehen. Aber auf die ganzen Camping-Features gehe ich erst nachher ein. Was ich nicht gezeigt habe, ist, dass ich einen Schlüssel habe, den ich auch nutzen kann, um das Fahrzeug zu starten. Das mache ich jetzt auch mal mit einem Blick auf das digitale Cockpit. Also fangen wir mal an. Wir haben in den Seiten, das gehört noch nicht zum digitalen Cockpit, LED-Anzeigen rechts für den Tankinhalt
und links für die Kühlwassertemperaturanzeige. Dazwischen dann das digitale Cockpit, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Das ist die klassische mit dem Drehzahlmesser auf der linken Seite und dem Tachometer auf der rechten Seite. Im oberen Bereich dann Außentemperatur, ein paar von den Assistenzsystemen melden sich da und der Kompass. Im unteren Bereich der Trip-Kilometerzähler und der Gesamtkilometerzähler. Jetzt habe ich hier am Lenkrad die View-Taste und damit kann ich dann einmal durch die unterschiedlichen Views schalten. Hier eine reduzierte Ansicht, ja, diverse Informationen und dann wieder die klassische Ansicht. In der klassischen Ansicht habe ich in der Mitte halt den Bordcomputer. Da kann ich, wie gelernt bei VAG, quasi durchschalten, mir diverse Sachen anzeigen lassen. Ich kann aber auch die Programme wechseln, habe also hier ein Assistenzsystem, Screen, Navigation, Audio, Telefon und dann Fahrzeugstatus gibt es auch noch. Hier sind wir wieder bei den Fahrdaten. Mache ich gleich weiter mit der Rundumsicht. Hier an der B-Säule kann ich gut vorbeisehen. Das gilt auch für die beiden A-Säulen. Eik bei der Arbeit. B-Säule und dann gucke ich hier in den Raum. Die Kopfstützen kann ich auch noch einklappen und dann habe ich eigentlich sogar eine sehr gute Sicht nach hinten, trotz des eingebauten Schranks. Ich finde das Auto also durchaus auch sehr übersichtlich, weil es da halt hinten endet an der Heckscheibe. Die Rückspiegel sind richtig schön groß, quadratisch praktisch gut und man hat wirklich eine gute Sicht nach hinten. Und auch gerade beim Rangieren hilft es ungemein, wenn man das Ende des Fahrzeugs so schön sehen kann. Und auch im Innenspiegel sehe ich mit einem Blick, kann ich die komplette Heckscheibe erfassen und auch das hilft mir dann halt beim Fahren. Das ist wirklich eine gute Sicht nach hinten. Wer hingegen meint, nee, ich brauche mehr, dann haben wir hier auch noch eine Rückfahrkamera. Die Linien, wenn ich das Lenkrad bewege, bewegen die sich mit. Und wir haben hier an der Seite nochmal den Bulli mit den Sensoren nach vorne und nach hinten, die dann entsprechend ausschlagen, wenn sich da Hindernisse befinden. Dazu gibt es hier noch andere Ansichten, unter anderem auch so eine Anhängeransicht und einen Weitwinkel. Das hilft mir auf jeden Fall, um das Fahrzeug einzuparken. Dann bin ich auch schon fertig und das Einzige, was noch fehlt, ist natürlich der Hupencheck. So hört sich die Hupe an im Volkswagen T61 California Ocean. Ich mache gleich weiter mit dem Ablagencheck, beschränke mich jetzt aber wirklich auf die erste Sitzreihe hier. Der Rest Camping kommt später. Ich fange wie immer an mit den Türtaschen. Hier übrigens unser Medipack und hier Platz für eine 3-Liter Flasche, will ich fast sagen. Also 1,5-2 Liter Flaschen passen hier auf jeden Fall rein. Dann direkt unten am Sitz noch ein Fach. Hier sind die Warnwesten drin. So ein Krümelfach halt. Ne? In der Türtasche weiter nach oben haben wir dann ein weiteres Staufach. Geht auch hier bis hinten rein. Da passt auch locker nochmal hier so eine lustige amerikanische Wasserflasche rein. Links neben dem Lenkrad hier nochmal so ein kleines Krümelfach. Auch da kann man Sachen ablegen. Dann eine Etage höher der Becherhalter. Haben wir von Volkswagen so Becher bekommen. Die passen da hervorragend rein, aber auch die kleine Wasserflasche würde reinpassen. Dann übrigens das Info-Navigationssystem haben wir hier nur, weil das VW-System halt Kanada nicht abbilden kann. Da haben sie uns ein Garmin-System dazu gegeben. Dann hier oben oberhalb des Lenkrads nochmal zwei große Ablageflächen, wo ich halt Papiere oder sonstiges ablegen kann. Und da hinten gibt es übrigens für den Beifahrer auch nochmal so einen Becherhalter. Dann unterhalb des Infotainment-Systems haben wir hier zweimal USB-C, einmal mit einem Adapter und einmal 12 Volt. Dazu noch so ein Einschub für mein Smartphone und wenn das induktives Laden unterstützt, hier ich habe so ein iPhone XS Max für euch als Größenvergleich, das kann ich hier bequem reinschieben und es wird dann halt hier induktiv geladen. Nur damit ich es überhaupt mal gezeigt habe, zwischen den Sitzen ist halt nichts außer eine Stoffbahn, damit ich hier auch nach hinten laufen kann, wenn ich möchte. Dann gibt es hier am Beifahrerbereich nochmal ein größeres Staufach, wo mein Portemonnaie liegt, so ein bisschen Kram, ihr seht schon, darunter dann nochmal ein kleineres Fach, auch da kann man gut Sachen ablegen und dann haben wir hier auch noch das Handschuhfach, was allerdings ein bisschen kleiner ausfällt, mit dem Stiftehalter, man kann es aber kühlen mit der Klimaanlage,
Ja, aber so richtig viel passt da halt auch nicht rein. In der Sonnenblende ist ein Make-up-Spiegel integriert. Der wird von oben dann beleuchtet mit einer LED. Die Spiegelfläche, auch wenn wir so ein großes Auto haben, ist eher klein. Daneben dann Gummiband für die Rettungskarte oder irgendwelches andere Material. Die Sonnenblende kann ich zur Seite drücken. Hier behalte ich aber immer noch einen kleinen Bereich, wo die Sonne von der Seite reinscheinen kann. Und sowohl Fahrer und Beifahrer haben hier oben einen Haltegriff, aber auch im vorderen Bereich noch so einen Einstiegshaltegriff. In der Dachkonsole haben wir Lesenleuchten für Fahrer und Beifahrer, sind auch wirklich schön hell und gemeinsam ist das dann auch die Einstiegsbeleuchtung. Ja, wenn ich mich mal von der Idee löse, dass ich hier im Camper sitze, dann finde ich, hat man so schon wirklich eine ganze Menge Ablageflächen hier vorne. Und gerade für unsere Reise, wir haben schon ein bisschen aufgeräumt, wir haben das alles sehr gut nutzen können hier. Dann haben wir jetzt hier das Infotainment-System, die neue Variante. Ich würde es euch gerne zeigen, aber schon die Navigation funktioniert nicht, weil wir halt wie gesagt in Kanada sind und das System die kanadischen Kartendaten gar nicht hat. Ich zeige es euch mal so pro forma ein bisschen. Wobei ich meine, ich habe euch das auch schon mal gezeigt. Ich meine Skoda, das ist ja alles das Gleiche. Also ich habe hier unten einen Bewegungssensor, beziehungsweise einen Annäherungssensor und damit kann ich dann hin und her sliden. Ich habe hier noch Drucktasten. Das ist mein Home-Bildschirm, den ich mir auch frei konfigurieren kann. Na, komm zurück. Und dann habe ich noch das Menü, wo halt die ganzen Punkte sind, wo ich hier hin und her scrollen kann. Gehen wir mal in den Bereich Radio, der funktioniert hier auch. Ich kann also die Quellen wählen zwischen FM, DAB, Webradio und so weiter und so fort. Ich habe eine Senderliste, aus denen ich hier Sender auch wählen kann. Und habe jetzt die Möglichkeit, diesen Sender, indem ich einfach die Taste gedrückt halte, auch einzuspeichern. So. Und dazu gibt es dann natürlich noch das Setup für den Klang. Und da haben wir einen dreistufigen Equalizer, können die Position halt noch ändern. Das ist natürlich sehr lustig hier bei uns im eigentlichen Zweisitzer. Dann gibt es noch den Punkt Navigation und der sagt mir halt, ne, nur noch mal als Beleg, dass ich hier keine Kartendaten habe und auch nichts groß machen kann. Was ich vielleicht noch mal zeigen könnte, sind hier die Fahrassistenzsysteme, die hier ganz hübsch angezeigt werden. Aber letztendlich drückt man dann auf Setup und kann hier diverse Sachen einstellen. Und was ist noch zeigenswert? Apple CarPlay kann ich hier natürlich auch noch nutzen. Das wird mir dann auch vollflächig angezeigt. Ja, ein bisschen unbefriedigend ist das natürlich. Wir haben auf unserem Trip durchaus ein bisschen Musik gehört und ich muss sagen, ich war baff erstaunt, dass dieses System, was wir hier haben, hinten in diesem Ablagefach sind nochmal zwei Boxen, hier vorne sind ein paar Boxen eingebaut, dass sich das wirklich richtig gut anhört. Also dem System, ich bewerte das Auto nicht heute, aber würde ich durchaus vier Punkte geben. Also das finde ich richtig gut. Die Schiebetür zum Einsteigen hinten, die gibt es auch in elektrischer Ausfertigung, so aber nicht bei unserem Testwagen. Ja, und das ist dann der Einstieg, hier das große Einstiegsfenster, wie ich hinten einsteigen kann. Also Platz ist hier wirklich reichlich, zumindest erstmal zum Einsteigen. Und ich habe hinten zwei Sitzplätze, auf denen ich Platz nehmen kann und mich auch anschneiden kann mit Kopfstützen. Ja, hier hinten habe ich im Ocean eine Zweier-Rücksitzbank. Zwei Leute passen hier rein. Man sieht ja hier dieses geriffelte Teil der Sitzfläche. Da sitze ich im Prinzip auch drauf, sodass ich hier auch ganz bequem mit meinen 1,80 Meter neben mir sitzen kann. Zwei Erwachsene passen hier locker hin und es ist auch nur eine Zweisitzerbank. Ich bin ja 1,80 Meter groß, presse mich jetzt nochmal in den Sitz und zwischen meinem Kopf und die Decke passt zumindest noch eine Faust quer. Also ich kann hier zumindest sehr bequem sitzen, bin natürlich auch überhaupt nicht eingeschränkt in meiner Kopffreiheit. Und das gilt genauso, wenn ich hier auf der anderen Seite sitze. Also ist schon mal bequem dazu. Das machen wir gleich. Also ich beschränke mich auch hier erstmal nur auf, ich muss halt in meinem Format denken. Das macht nicht wirklich Sinn, aber ich mache das genau so. Schauen wir uns die Ausstattung nochmal an. Wenn ich das möchte, habe ich hier ein Schiebefenster, was ich öffnen kann. Da kommt natürlich während der Fahrt dann ganz schön viel Luft rein. Das kann man hier auch immer an diesen Punkten arretieren und festsetzen.
aber ist nichts, wenn kleine Kinder hier hinten sitzen, denke ich mal. Man könnte auch sagen, wir haben hier Leseleuchten hinten, allerdings, das ist auch so, die ganze Campingbeleuchtung würde auch zum Lesen reichen, wenn man dann das Buch hier hinlegt, wenn man auf der Rücksitzbank sitzt. Wir haben hier hinten zwei Lüftungsdüsen nochmal, die ich auch unterschiedlich einstellen kann. Ich kann sie also deaktivieren, nur diese äußeren Gitter hier bemühen oder das ganze Gitter hier auch nochmal aufmachen, damit ich noch mehr Luft bekomme. Auf der rechten Seite ist davon nur ein Ding und eine Bedieneinheit. Ich habe hier hinten nämlich meine eigene Klimazone, also eine dritte, und kann die nochmal separat regeln von der Klimazone vorne. Und auch hier habe ich dann nochmal eine Leseleuchte, wenn ich so will, wobei die auch da vorne brennt. Und hier gibt es dann noch einen Haltegriff zum Festhalten. Dazu gibt es hier unten noch einen 12-Volt-Anschluss da. Und auch einen Becherhalter, den kann man aber wirklich nur nutzen, wenn man die Rückbank nochmal ganz nach hinten schieben würde, was hier beim Campingausbau erstmal so nicht gedacht ist. Aber ich denke mal, wenigstens den 12-Volt-Anschluss, den könnte ich hier nutzen auf der Rücksitzbank, wenn ich denn möchte. An beiden Vordersitzen haben wir dazu nochmal Taschen. Hier im oberen Bereich zwei kleinere Taschen und dann nochmal so eine große, große Dokumententasche. Und hier an der Seite vom Fahrer habe ich dann auch nochmal einen Kleiderhaken. Der California Ocean ist ja so aufgebaut, dass man hier tatsächlich mit vier Personen schlafen könnte, wenn man denn wollte. Zwei oben und zwei hier drauf. Somit braucht man auch vier Sitzplätze oder sind zumindest genehm. Ja, gehen tut das auf jeden Fall. Und bequem reisen kann ich hier hinten auch. Dann gucken wir jetzt hier nochmal auf die Gurtlänge. Die ist mir meines Erachtens schon ziemlich arg bemessen. Da müsste man wirklich mal testen, ob man da Kindersitze und Babyschalen mit anschnallen kann. Ich glaube, Babyschalen dürfte ganz schön eng werden. Der Gurt von der rechten Seite kommt hier halt rechts raus. Aber ich denke mal, Volkswagen wird sich dabei irgendwas gedacht haben. Denn wir haben hier auch Isofix-Halterungen, die man durch das Polster erreichen kann. Die Gurtpeitschen sind allerdings leider sehr locker, sodass kleinere Kinder Probleme haben könnten, sich hier selbstständig anzuschnallen. Den Beifahrer-Airbag kann ich mit einem Schlüssel deaktivieren. Leider gibt es auf dem Beifahrersitz auch keine Isofix-Halterung. Ja, wir haben hier alles erstmal ausgeräumt. Ausfahrt-TV Reverse nenne ich das Ganze. Denn ich zeige euch den Kofferraum, den es eigentlich gar nicht gibt. Der Taster ist hier unten und es gibt auch keine elektrische Heckklappe. Das ist quasi das Kofferraumabteil, je nachdem, wie man es nutzen möchte. Das ist hier so ein variabler Ladeboden, sage ich mal. Ich habe nicht ganz verstanden, warum der so variabel ist, aber ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt kann ich hier das Ganze mal entriegeln und den Ladeboden runterfahren. Das macht auf jeden Fall Sinn, das habe ich verstanden, denn jetzt können wir hier schon mal die erste Matte einsortieren. Das ist dann nämlich quasi, wenn ich die Rückbank umklappe, das Teil vom Bett. Und dann haben wir hier noch mehr Bett. Das ist meine Matratze, auf der habe ich heute Nacht geschlafen. Die kommt dann quasi hier noch oben drauf. Ja, das ist richtig. Wobei ich die natürlich nachher ausklappe, wenn ich das umgeklappt habe. Aber nicht alles spoilern hier. Und jetzt, um euch zu zeigen, dass trotzdem eine ganze Menge reinpasst. Ich weiß ja nicht, wer so blöd ist, außer uns beiden mit dem Koffer einen Campingurlaub anzutreten. Aber ihr seht, Ike hat einen großen Reisekoffer. Ich habe ein bisschen kompakter gepackt, aber es würde natürlich noch ein zweiter großer damit drunter passen. Und man hat immer noch genug Platz, um zum Beispiel hier so ein paar Schuhe halt, ne, kennt ihr alle, mit einzubringen. Und wir haben das dann so gelöst, mal doch ein bisschen rumlaufen, dass man auch die obere Geschichte hier noch nutzen kann, weil wir haben ja auch noch unser ganzes Equipment halt dabei. Das muss ja auch verstaut werden. Und das laden wir aber quasi dann abends auf den Beifahrersitz. Den Fahrersitz braucht nämlich Ike, um wieder einzusteigen auf sein Hochbett. Ja, und so hat man, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, dass einiges in den Kofferraum passt. Aber es ist noch nicht alles, was ich euch zeigen kann. Denn hier haben wir auch schon diese Schrankmimik. Hier haben wir sinnvollerweise unsere Kopfkissen schon mal eingepackt. Ja, die sehen,
kann man hier gut reinquetschen, aber kann man schlecht drauf schlafen. Ne? Und wenn wir hier den Schrank nochmal aufschieben, in beide Richtungen aufmachen, dann haben wir hier eine kleine Klappe, die können wir einmal hochnehmen. Und unter dieser Klappe verbirgt sich zum einen, na komm, der Duschschlauch. Und zum anderen, was noch viel wichtiger ist, haben wir hier hinten, wenn ich da so reinfasse, einen Hahn, den ich dann rumdrehen kann. Und dann können wir die 30 Liter Brackwasser auch wieder ablassen. Dann gibt es hier noch den Duschanschluss. Wobei Dusche muss man auch vorsichtig sein. Ich glaube, das Duschkabel haben sie uns gar nicht mitgegeben. Denn das Einzige, was du machen kannst, ist hier halt kalt duschen. Und ich bin ja bekanntlich Warmduscher, also bringt mir das gar nichts. Und dann haben wir hier noch einen lustigen Reißverschluss in der Heckklappe. Und hier, wo hier? Es hat Ike bisher alles gemacht. Achso, da habe ich hier. Man muss natürlich erst die Entriegelung lösen. Ne? Schneide ich raus das andere einfach. Vielleicht lasse ich es auch drin. Und dann haben wir hier schon mal zwei Campingstühle. Also einen für mich und den für meine Füße. So ist es. Und dann kann man das hier natürlich zumachen. Und wer sagt, Mensch, ich brauche gar keine Campingstühle, kann hier auch noch Spanplatten einladen. Ja, was hier noch ist, das sollte man auf jeden Fall einmal gesehen haben. Hier haben wir noch mal zweimal LED-Beleuchtung als Kofferraumbeleuchtung. Und hier macht man natürlich jetzt hier so nicht, aber könnte ich auch noch eine Verdunklung einhängen, wenn ich jetzt hier schlafen gehe. Ja, genau so ist das. Ein Stuhl für meine Füße, ein Stuhl für mich. Trotzdem, wo soll ich mein Bier abstellen? So, und jetzt müssen wir nämlich einmal einsteigen. Alles kurz verriegeln, aber das zeigt auch, wie auf kleinsten Raum hier vieles eingebracht ist. Hier eine Entriegelung, dann kann man den Tisch rausheben und macht die Tür einfach wieder auf. Und dann hat man hier ein kleines Tischchen mit vier Beinen, ne, wie das die Tische so haben. Ich werde hier noch voll der Camping-Experte. Und dann hast du hier eine schöne Außengeschichte schon am Start. So, und jetzt habe ich ja draußen schon alles vorbereitet. Und weil ich clever bin, weiß ich, dass ich nachher keine Lust mehr habe, hier noch irgendwie groß was zu machen. Und darum baue ich mein Bett schon mal auf oder unsere Betten. Ich hatte ja hier erst noch die Arbeitssituation mit dem Tisch, den ich hier übrigens auch frei verschieben kann. Habe ich auch noch gar nicht zu gesagt. Ne? Übrigens auch ganz pfiffig, habe ich gerade festgestellt. Ich habe das MacBook mit dem USB-C-Anschluss. Und ich habe jetzt USB-C zu USB-C vom Fahrzeug verbunden. Und der versorgt tatsächlich das MacBook mit Strom. Also so ganz sicher wie viel, weiß ich noch nicht, weil er richtig geladen hat er nicht. Aber auch das, finde ich, ist eine spannende Sache. Also wäre für mich zumindest mega relevant fürs Camping. Der Tisch hat hier so einen Fuß, den ich ein- und ausfahren kann. Und dann klappe ich den aber einfach so dagegen und kann jetzt den... Hatten wir das schon? Achso, ja. Und ich kann ihn jetzt hier runterklappen. Ich sag ja, ist immer noch so ein bisschen entdecken. Und dann schiebe ich ihn ganz vorsichtig hier rein. Und das, was ich eben hier hatte mit diesem Haken, vorsichtig, Ike, dieser Haken schnappt hier rein in dieses Ding. Und das ist ja immer wichtig, dass nichts klappert, ne? Oder möglichst nichts klappert. Und so ist das schon bombenfest. Gut, wo wir gerade hier sind, hier unten haben wir auch nochmal Staufläche. Da haben wir, ich habe an zwei Tagen 4 Zimtschnecken gegessen. Ich platze gleich. Ein bisschen Brot haben wir noch, ein bisschen Wasser. Und auf der anderen Seite ist dann hier sogar noch mal eine Schublade mit Gedöns, was wir nicht ausprobiert haben. Und Heringen. Das ist, glaube ich, alles für die Markise, aber eine Besteckschublade. Dann hier noch mal ein Fach und darunter halt auch noch ein Fach, ne? Und dann kann ich hier, das sind übrigens auch, soweit ich es verstanden habe, die neuen Schalter, kann ich hier aufdrücken
und habe hier mein original niegelnagelneues Waschbecken. Und das kann ich jetzt nehmen, wenn ich möchte, und hier auskippen, damit ich meinen Abwassertank nicht befülle. Das war nur Wasser hier, keine Seifenlauge. Und wenn ich das halt nicht brauche, kann ich es auch wieder runterklappen. Und auch nur noch mal, um zu zeigen, das ist eine Sache, ich bin ja kein Camper, ne? Aber wir haben ja hier dieses Schiebefenster, was ich aufmachen kann. Und das hat übrigens die V-Klasse genauso. Jetzt hast du hier deinen Herd. Wobei bei V-Klasse ist es, glaube ich, noch dämlicher. Aber ich koche jetzt hier, ne? Und normalerweise würde ich hier alle aufmachen. Dann möchte man ja eigentlich, dass das da rauszieht. Aber dann hast du diese Glasdinger halt davor und dann kann das gar nicht rausziehen. Findest du gar nicht so schlimm, Eich? Ist schon ganz gut, dass die Scheiben nicht einspritzen vom Kochen. Ach so, ja, das ist natürlich auch wieder ein guter Punkt. Eich sagt, die Scheiben werden vom Kochen nicht eingespritzt. Aber gut, das sind jedenfalls hier zwei Kochfelder haben wir. Ich glaube, wir haben kein Gas, glaube ich, dabei. Die haben uns hier kein Gas geschenkt. Ist ja auch ganz gut, weil, ne? Ich schlafe ja hier. Okay, und die dritte Klappe, habt ihr auch schon gesehen, ist diese hier. Und da haben wir jetzt einen Kühlschrank. Der läuft auch schon die ganze Zeit, weil wir hier wichtig eingekauft haben. Kaffee, ganz wichtig für morgens. Gibt erst um 7 Kaffee. Ich wache aber um 4 auf. Dann brauche ich einen Kaffee, auf jeden Fall. Gut, dann können wir das jetzt auch mal wieder hier zuschieben. Das Ding. Und jetzt haben wir hier diese Kopfstützen. Die braucht ja kein Mensch, wenn wir das Bettchen zum Schlafen machen wollen. Die kann man hier einfach so wegklappen. Also könnte man einfach hier wegklappen. So. Und dann habe ich hier oben, ja, dachte ich, ne? Habe ich hier oben auch noch mein Dachfach. Da sind auch die Lautsprecher mit dran, aber hier ist dann halt auch noch mal ein bisschen Staufläche. Und wenn ich dich noch mal reinbitten dürfte, Eik. Wir sind ja immer noch nicht fertig hier, ne? Den Schrank kennt ihr schon von der hinteren Geschichte. Der hat hier vorne aber auch noch mal eine Einlade, unter anderem mit einem kleinen Spiegel. Könnt ihr Eik sehen. Und hier haben wir jetzt unsere Schlafsäcke mal verstaut, nur um zu zeigen, was alles reinpasst, ne? Und hier gibt es auch noch mal so eine Einhängeschublade, die uns vorhin mal rausgefallen ist. Ich muss das hier alles rausladen, ich mache das ja nicht aus Spaß, damit Eik da einmal reinfilmen kann. Da unten ist nämlich noch ein Tresorfach. Abschließbar. Und da sind ja hier auch noch so kleinere Fächer, irgendwie, da kann man auch noch was reintun. Und das würde ich sogar liebevoll als Kleiderstange noch bezeichnen wollen. Gut. Haben wir das schon mal? Dann sind wir aber mit den Staumöglichkeiten. Also theoretisch baue ich ja hier alles, aber praktisch sind wir ja noch gar nicht so weit. So, können wir alles wieder zumachen. Dann, also wie Weihnachten, ne? Habe ich hier noch ein großes Staufach, unter der Sitzbank halt. Hast du das auch in deinem Bulli, ja, ne? Ne, hast du nicht? Gut, und dann ist hier auch nochmal eine Schublade und hier ist das Tire-Kit drin. Falls sich jemand gefragt hat, wo der ganze Kram ist. Also zumindest das Tire-Kit ist schon mal da. War hier die Kurbel drin? Die Kurbel habe ich nicht gesehen. Guck nochmal. Ah ja. Okay. Und hier ist dann auch die Kurbel für die Markise noch. Die brauchen wir ja auch gleich noch, wenn wir... Falls es regnen sollte, ne? Sonne scheint heute nicht mehr. So, und den Teppich, das ist auch, kannst du das mal filmen, Eik, hier? Das ist mir fast so ein bisschen unangenehm, wie dreckig das hier schon ist, ne? Aber die haben uns auch, oh, Entschuldigung, Eik, das wollte ich nicht, Eik, ehrlich, Entschuldigung. Die haben uns kein Wesen gegeben. Und dann noch eine Sache, Eik, hier müssen wir noch einmal ran. Das haben wir vorhin nämlich auch nicht gezeigt. Diesen Kameraden sollte der eine oder andere von euch noch kennen. Das ist doch eigentlich die Kofferraumbeleuchtung vom Superb, also Skoda Superb. Und die gibt es hier auch nochmal als Beleuchtungseinheit. Kostet allerdings bei VW Nutzfahrzeuge 80 € extra.
Das kann man ruhig mal sagen, habe ich eben gesehen in der Preisliste. Gut, was wir aber eigentlich machen wollen, wir wollen ja das Bettchen hier für den Janni fein machen. Und jetzt bleibe ich hier einfach ganz leger sitzen und fahre auf der Rücksitzbank nach vorne. Punkt 1. Und Punkt 2 ist, hier zwischen den Anschnalldingern habe ich noch mal eine Möglichkeit zu ziehen. Ich habe die Kopfstütze nicht ganz weggeklappt. Und jetzt kann ich das Ganze wieder ein Stückchen zurückschieben. Ja, ist verkantet so ein bisschen, ne? Da muss man sich vorne draufsetzen, habe ich gelernt. Und dann elegant nach hinten schieben. So. So, ich muss noch mal schnell unsere Sachen umladen, damit ich jetzt hier meine schicke Matratze, die ich wohl auch falsch zurückgedingst hatte. So, und jetzt haben wir hier ein schickes Bett. Hier habe ich heute Nacht geschlafen und gestern Nacht und werde heute Nacht auch noch schlafen. Kommt natürlich noch ein Bezug drüber, ne? Und dann habe ich hier im Schlafsack geschlafen und das funktioniert erstaunlich gut. Und weil ich ja so ein netter Kollege bin und der Eik mich die ganze Zeit filmt, mache ich ihm jetzt auch noch sein Bettchen. Also das hier ist hier ein niegelnagelneuer Screen, ein Farbscreen. Da sieht man Grauwasser, Frischwasser und den Zustand der Batterie. 26 Stunden würde die jetzt noch durchhalten ohne neue Energie, wenn wir unseren Stromkonsum genauso beibehalten. Dann gibt es hier noch zwei andere Seiten. Ups. Hier fangen wir mal an mit der Kühlbox, die läuft bei uns, weil da ist ja Wasser und Bananen drin, ne? Da kann man halt alles mögliche machen. Aufstelldach machen wir gleich, wir haben eine Standheizung dabei, kann man hier programmieren oder jetzt sofort heizen sagen, was man aber gar nicht will manchmal, ne? Gut. Camping ist auch sehr interessant. Das ist ja so, wenn du ins Auto normalerweise einsteigst, dann geht ja immer hier bei Zentralverriegelung das Licht an und aus und so weiter. Und das kann man hier alles deaktivieren, dass wenn man jetzt nachts mal aufs Klo muss, dass man hier und die Türen auf und zu macht, dass nicht der ganze Weihnachtsbaum anfängt zu brennen und alle denken, oh, die Alien kommen, sondern dass man es hier so ein bisschen normal hat vom Licht oder gedämpftes Licht. Dann aktiviert man noch den Campingmodus und dann ist es genau so. Maximales Laden ist, wenn ich möchte, während der Fahrt, dass die Batterie geladen wird. Und das ist auch nochmal ganz interessant. Dann brauche ich die Zündung für, brauche ich aber sowieso. Da kannst du halt einpendeln, wie du stehst. Du möchtest ja möglichst gerade stehen. Also unser Platz hier ist aktuell nicht so gut gewählt. Ist aber nicht schlimm, weil wir fahren ja auch gleich wieder. Aber hier siehst du halt, wie schräg du stehst oder wie gerade du stehst. Natürlich auch nochmal praktisch zum Gucken. Dann gibt es einen Wecker, einen Timer, Licht. Ah ja, diesen Sonnenaufgang. Ne? Du kannst dich hier vom Sonnenaufgang wecken lassen. Ne? Es gibt hier so unterschiedliche Sachen. Da kannst du auch das Licht an- und ausschalten, wenn du denn möchtest. Hier, das war gestern mein Killer. Ich habe ja hier geschlafen. Ne? Ihr seht das ja, da liegt auch mein Bett. Und dann habe ich die Tür nicht richtig verriegelt. Ja komm, mach's halt ein bisschen, dimmst du mal runter. Da kann man jetzt gar nicht. Das ist ja immer dieser Balken. Ja, jedenfalls konnte ich nicht mehr einschlafen, weil es so hell war. Und dann habe ich gemerkt, du musst die Tür einfach wieder zuschalten. Achso, Sonnenaufgang soll ich auch noch einmal zeigen. Kannst du sagen, welche Lichtsachen anfangen sollen und so weiter. Und dann kannst du das Display noch ausschalten. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen ja das Display behalten. Ja, und damit haben wir schon alles. Und jetzt bewegen wir uns zum Aufstelldach. Also Dach ist geschlossen, richtig, das haben wir von außen gesehen. Jetzt möchten wir das Dach öffnen oder schließen. Ich will es öffnen. Da muss man diesen Knopf gedrückt halten. Dann soll man gucken, ist über dem Dach Platz. Ja, habe ich gesehen. Und nein, das springt nur im Display so auf. Ne? Also solange das macht, ist noch alles da. So, und jetzt können wir diese Schublade hier aufziehen. Und da ist dann das Bettchen vom Eik. Also als erstes Komfortfeature haben wir hier in der Tat zwei Lichtschalterchen. Da haben wir schon mal ein bisschen Licht in der Butze. Und dazu gibt es hier übrigens auch noch einen 12-Volt-Anschluss.
Und damit jetzt ein bisschen mehr Licht reinkommt, muss Eik mal mitziehen. Das soll dynamisch machen. Haben wir jetzt hier an beiden Seiten auch noch mal die Möglichkeit, das Ganze aufzumachen. Dahinter ein Fliegengitter. Ich komme da aber trotzdem nicht ran, Eik. Und dann können wir das hier noch aufmachen. Und dann ist schon eine ganze Menge hier, ne, an Licht plötzlich drin in der Butze. Und wir haben hier sogar noch einen Reißverschluss. Und wenn wir den aufmachen, können wir die Mücken auch reinlassen. Dann werden die nicht mehr gebremst von dem Gitter, das ja so ein bisschen tierfeindlich ist, sondern können das Ganze auch aufmachen. Dann hat man halt den ungetrübten Blick aufs Meer quasi, ne? Oder in die Berge, je nachdem, wie man möchte. Und dann die große Komfortneuerung hier sind halt diese Teller. Früher war es nur ein Lattenrost und jetzt hat man die Teller, die kennt man ja auch aus dem Campingbereich mittlerweile, glaube ich. Also ich kenne die sogar und ich bin ja kein Camper. Und jetzt muss ich Eik fragen, Eik, wie hast du hier geschlafen heute Nacht? Super. Eik sagt, super, hat er gut geschlafen. Und ja, das erweitert natürlich den Wohnraum hier nochmal um einiges, ne? Entschuldigung, Klappding. Nur mal für euch, dieses Loch hier, diese Öffnung zum Einstieg, die bleibt natürlich die ganze Zeit offen, sonst kommt man ja auch nicht wieder raus. Es sei denn, man springt vorne und hier optional gibt es noch so eine kleine Netztasche, vielleicht auch so als Rausfallschutz nochmal gedacht, aber hier kann man dann nochmal ein paar wichtige Sachen ablegen, wie das Handy, damit das im Auto nicht irgendwie groß rumfliegt. Kann man auch wieder zusammendrücken und dann baumelt das hier in die Fahrgastzelle rein. So, und eine Sache, die ich eben schon hätte zeigen sollen, aber da war das Dach ja noch nicht oben und mein Bett aber schon ausgebaut. So, also das Bett, wenn Eik da jetzt nicht drauf schläft, sonst wird das natürlich ein bisschen schwierig für mich, kann man also hier auch so hoch schieben. Das wird an Stoßdämpfern halt hochgehalten. Und das ist natürlich jetzt mega wichtig, weil wenn mein Bett jetzt hier nicht stehen würde, dann habe ich hier an der Küchenzeile eine Stehhöhe von 1 Meter und ziemlich viel. Also mehr als die geforderten 1,80 Meter, die man braucht, um eine Wohnmobilzulassung zu bekommen. Die definiert sich nämlich unter anderem, meine ich, so, dass man an einer Kochstelle eine Stehhöhe haben muss. Gut, und jetzt wird schattig draußen. Darum fahren wir die Markise nochmal aus. Es muss ja gemacht werden, Kinder. Es muss ja gemacht werden. Ups. Rückwärts aussteigen ist nicht so meins. Aus versicherungsrechtlichen Gründen schließe ich einfach mal die Tür. Nicht, dass ich glaube, dass mit der Tür was passiert. Und jetzt kann ich das hier einhaken. Markisen kenne ich ja von zu Hause. Bei mir hakt das aber richtig ein. Na, guck mal. Da sind auch irgendwelche Anleitungen noch bei. Maximal einen halben Meter ausfahren, sonst fällt es runter, glaube ich. Ne? Ist das ein halber Meter? Ist ein bisschen mehr als ein halber Meter, oder? So, der Eix hat es gefunden. Die Markise kann man hier vorne nochmal anheben und dann, ich kann sie auch ein Stück weit hochheben. Und jetzt sind hier die Füße drin. Und wenn ich den so ein Stück weit vorschiebe, padam, und den nach hinten drücke, padam, und dann ist hier was. Badam. Und hier ist auch was. Achso. Das ist ja super. Aber so geht's auf jeden Fall, ne? Und jetzt könnte ich das Ganze nochmal nach und nach richtig ausziehen. Fällt aber nicht, Eik. Ja, ich habe versucht, es so fest zu machen, dann rutscht es aber. Aber wenn man es aber hochdrückt, dann hält es. Ach, guck mal, man kann es auch erst hochdrücken und dann wieder runter. Nee, doch nicht.
Das ist ein bisschen Try and Error. So, Hex habe ich die Stühle und den Tisch hergeholt, um euch zu zeigen, dass ich jetzt hier unter meiner Sonnenmarkise ganz bequem mein Wässerchen trinken könnte. Und der Ike, der darf auch noch mal hier sitzen. Und wir sitzen zu zweit im Schatten oder vielleicht auch im Trockenen. Man weiß es nicht. Gut, Thema Privatsphäre. Man steht ja in der Regel auf dem öffentlichen Campingplatz und möchte sich auch mal umziehen, ohne dass das mal jemand sieht. Das hatte ich euch schon mal hier gezeigt, die Verdunklung hinten. Da kann jetzt halt keiner mehr von hinten reingucken. Das ist eine feine Sache. Noch besser ist, wenn man die Türen auch richtig zumacht. Egal. Und hier habe ich auch was zum Runterziehen. Hier hinten habe ich eben was zum Runterziehen. Selbst hier habe ich was zum Vorschieben. Und das haben wir gar nicht gezeigt. Kommst du so weit rüber? Hier kann man auch noch mal Kleinkram verstauen. Ne? Ja, finde ich auch echt cool. Und hier kann ich was verdunkeln. Und jetzt sieht man ja schon mal, dass das ganze Fahrzeug hinten verdunkelt ist. Und jetzt muss ich mal an dir vorbei. Nee, wie machen wir das? Das ist auch noch wieder anders. Das scheint sich nicht auszuschließen. Und jetzt haben wir hier die Tür und da denkst du so, geht gar nicht. Aber wir hatten ja vorhin in der einen Schublade so ein Tütchen gesehen. Und in diesem Tütchen waren diese Teile drin. Und an diesen Teilen sind so kleine Magneten. Und die kann ich hier hervorragend an dem Rahmen befestigen. Und schwuppdiwupp, was ich komme, ist auch hier eine Verdunklung gegeben. Bleibt also nur noch die vordere Scheibe. Und hier habe ich jetzt noch eine Möglichkeit. Da klappe ich einmal das hier hoch und kann dann hier unten das einhängen und da oben. Und das ist jetzt, okay, klappe ich das noch runter. Und jetzt habe ich quasi das ganze Auto verdunkelt und hier kann mir keiner mehr reingucken. Gut, wir haben hier diverse Lichtszenarien, auch beziehungsweise Lichter. Einmal hier unten die Lampe, von der ich noch den Lichtschalter suchen muss. Im Moment machen wir das über das Display. Dann haben wir hier zwei Spots. In der Mitte auch noch mal einen Spot. Auf der Seite haben wir auch noch mal einen Spot. Und selbst im Kofferraum hier hinten können wir noch Licht anmachen. Hat natürlich eine Relevanz, wenn das Licht ausgebaut ist. Und so ist zwar jetzt alles verdunkelt, aber ist doch ganz schön hell hier drin, oder? Ich lerne ja noch, ne? Ich habe ja gesagt, ich bin kein Camping-Experte und während unseres dreitägigen Clips habe ich das eine oder andere noch dazugelernt. Dass man die Sitze drehen konnte, wusste ich schon. Ich will es nur noch mal hier zeigen. Dazu ein. Was ich ein bisschen nervig finde, du fährst mit dem Auto, machst es dir bequem und dann sagst du, ja okay, jetzt wollen wir mal was essen oder so und ich will die Sitze umdrehen, dann musst du die Lehne erst extrem steil aufstellen, damit du hier überhaupt vorbeikommst. Ich gehe mal nach vorne, hier kann man übrigens auch gut durchgehen, das geht wirklich einigermaßen, wenn man die Kiste ein bisschen einzieht und dann kann man hier mit dem Sitz sich drehen. Und den Gurt sollte man natürlich nicht mitnehmen. Ich vergleiche den California mittlerweile mit so einem Schweizer Taschenmesser. Es ist alles so ein bisschen, nicht filigran, sondern es ist sehr durchdacht. Aber du musst halt auch wissen, wie es gedacht ist, sonst funktioniert es halt nicht. Und jetzt kannst du natürlich theoretisch wieder den Sitz hier in eine bequeme Sitzlage bringen. Verstellen tut man hier unten, gibt es so einen Nöpsi. Siehst du den Alge, ja, ne? Einen schwarzen Nöpsi, den drückst du zur Seite und dann kannst du das Baby halt bewegen. Du musst natürlich auch nicht drin sitzen, sondern das geht auch einfach so. Und jetzt ist schon wieder hier, ne, musst du ein bisschen gucken, wo hakt es gerade. Im Zweifel am Gurt. Na, woanders hakt es da. Ich sag ja. Ach so, nee, das ist ja lustig. Du kannst hier nicht umdrehen, den Fahrersitz, wenn die Handbremse angezogen ist. Naja, gut. Sollte man also nicht machen, wenn man irgendwo am Berg steht. Aber eigentlich reicht mir das auch so. Ich will den gar nicht ganz haben, ziehe hier nochmal an. Und Ike, wenn du jetzt einmal hier auf dem Beifahrersitz Platz nehmen würdest,
denn wir hatten beim letzten Tag, wo ich euch hier den Innenraum vorgestellt habe, noch gerätselt. Ne? Ernsthaft gerätselt, wie geht denn das Licht hier aus? Und hier versteckt sind nochmal zwei Lichtschalter. Und damit kann ich nicht nur diese Lichtleiste hier unten steuern, sondern der Schrank hier ist tatsächlich auch noch beleuchtet. Sieht man hier unten, wenn du da mal so reinfilmst, siehst du das ja, ne? Zack, Licht aus, Licht an. Das ist natürlich schon mal pfiffig. Und dazu gibt es hier noch eine 220 Volt Steckdose, die aber nur Strom führt, wenn man von außen Strom auch bekommt. Und hier ist dann nochmal zweimal USB-Strom und zwei Handtuchhalter. Naja, und das siehst du halt erstmal nicht, wenn der Sitz in der normalen Position sich befindet, weil der dann halt das andere verdeckt. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn... Bitte? Wieder die Handbremse. Achso, schon wieder die Handbremse. Ja, Alter, du bist so clever. Und ich bin so dumm, kann mir die einfachsten Sachen nicht merken. So, und jetzt gibt es noch was, dafür muss ich es aber wieder anziehen. Hier unten ist jetzt auch noch mein 220 Volt Steckdose, eine 220 Volt Steckdose. Allerdings verhält es sich bei der so, die ist autark von dem äußeren Strom am Schluss, da ist ein Wandler drin. Die wird also gespeist von den Batterien hier im Fahrzeug und kann aber mit maximal 300 Watt belastet werden. Ich bin schon wieder ganz außer Atem. Ja, ich glaube, das war's. Eine Sache können wir noch rausspringen, Ike, oder schaffst du das mit der Sonne? Weil das ist ja jetzt hier, wollte ich euch auch noch zeigen. Wir haben ja hier die Markise, haben wir euch lang und schmutzig gezeigt. Die sitzt hier auf so einer Schiene drauf, ne? Auf so einer Schiene. Und diese Schiene gibt es hier auf der anderen Seite auch nochmal. Also theoretisch könntest du die Markise auch hier rüberschieben. Oder es gibt, wenn ich das richtig von Ike verstanden habe, auch so Konstruktionen, dass du hier noch ein Zelt anbringen kannst. Oder dies oder das oder jenes. Ne? Also so ein Surfbrettträger geht, glaube ich, auch, oder? Weiß Ike nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Aber ich wollte es euch wenigstens gezeigt haben. Die Stühle haben wir schon längst gezeigt. Haben wir sogar ausgepackt, Ike. Weiß das nicht mehr. War doch ein Stuhl für mich und ein für meine Füße. Ja. Und im Grunde war es das dann auch schon. Und ich glaube, jetzt bin ich tatsächlich durch hier mit dem Fahrzeug. Den Campingsachen. Ja. 567 Kilo darf ich zuladen hier in meinen California Ocean. Davon 50 Kilo aufs Dach verbannen. Allerdings nur, wenn das geschlossen ist. Ne? Muss also immer wieder geschlossen sein. Ist ja auch klar, fährst du nicht mit offenem Dach. Die Anhängerkupplung, die abnehmbare, hat eine Stützlast von 100 Kilogramm. Und damit darf ich dann Anhänger mit einem Gesamtgewicht von 2,5 Tonnen ziehen, wenn der Anhänger eine eigene Bremsanlage hat. Sonst ist man limitiert auf 750 Kilogramm. Und jetzt muss ich wieder aufmachen. Ja, herzlich willkommen zu meinem Fahreindruck hier mit dem Volkswagen California Ocean. Und wir sind in Kanada unterwegs. Hier gibt es keine Kraxer Straße. Ich drehe hier mal so ein bisschen eleganter. Muss aber trotzdem einmal zurücksetzen. Der California hat einen Wendekreis von nicht ganz 12 Metern, was ich eigentlich ein sehr gutes Maß finde. Ich fand ihn auch sehr handlich im Übrigen beim Fahren. Ich drehe mal am Volant eine Lenkradumdrehung und eine halbe. Das heißt drei Lenkradumdrehungen von Lenkanschlag zu Lenkanschlag. Und ich merke gerade, dass ich noch nicht richtig sitze. Wir haben hier einen Fahrmodschalter, haben diverse Fahrmodis, Eco, Komfort, Normal, Sport, Individual. Individual kann ich anpassen. Und hier sehe ich dann DCC. Wir haben also tatsächlich ein adaptives Fahrwerk mit den Einstellungen Komfort, Sport und Normal. Und das kann ich hier sogar anscheinend stufenlos umstellen. Dazu die Lenkung Normal oder Sport, der Antriebsstrang Normal oder Sport, die Klimatisierung Komfort, Normal, Sport, Eco, Quatsch, nicht die Klimatisierung, der adaptive Tempomat und die Klimatisierung Normal und Eco. Das ist ja alles ganz schön und gut, aber wir bewegen uns wieder im Komfort, weil das will ich haben. Hier die paar Schlaglöcher nehmen wir nochmal mit. Und da schaukeln wir schön hin und her, aber im Grunde ist es doch sehr bequem. Also die ersten beiden Tage habe ich das öfteren mal zu Ike gesagt, naja,
Ist aber schon ein bisschen straffer. Seit wir jetzt den Knopf hier mit der Komforteinstellung haben, sind wir doch beide glücklicher gewesen. Die Straßen in Kanada, alles andere als schlecht, aber gerade so direkt an der Küstenlinie, an der wir oft lang gefahren sind, die Straßen sind dann nicht ganz so gut. Und da ist man dann schon ganz froh, wenn man so ein Komfort-Setup hat im Auto. Wir fahren hier tatsächlich Vorserienmodelle und es ist sogar so weit Vorserie, dass Volkswagen noch keine offiziellen Verbrauchswerte für das Fahrzeug hat. Also ich weiß gar nicht, was der NEFZ-Verbrauch oder WLTP-Verbrauch sein sollte. Ich kann euch sagen, wir sind heute gut 230 Kilometer mit einem Schnitt von 8 Litern gefahren. Weitestgehend Landstraße, ein bisschen Highway, also immer zwischen 80 und 100 Kilometer unterwegs gewesen. Auch ein bisschen urban, also so kleine Dörfchen, wo wir mal durch mussten und ein bisschen langsamer gefahren sind. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier nochmal hin. Langzeit sind wir bei 10,8 Liter. Das stimmt aber nicht ganz, weil wir nur 700 Kilometer gefahren sind. 1000 Kilometer hat der Wagen hier im Bordcomputer. Und der letzte Tankstopp, das ist unser Wert, den wir hier gefahren sind. Nicht ganz 10 Kilometer zu viel, aber da kommen wir auf einen Schnitt von 8,6 Litern. Und das finde ich eigentlich recht ordentlich, wenn ich überlege, dass ich hier mit Ike und Gepäck und 2,5 Tonnen Leergewicht unterwegs gewesen bin. Ich bremse jetzt hier mal runter, es geht bergab. Und wie gesagt, das Auto wiegt trocken 2,5 Tonnen. Und dieses Gewicht, finde ich, ist einem auch ständig bewusst, wobei die Bremsen wirklich hervorragend verzögern, lassen sich auch gut dosieren, sodass man zu keiner Zeit irgendwie ein unsicheres Gefühl hat, sondern vielmehr merkt man schon, dass die Bremsen sehr gut auf das Fahrzeug abgestimmt sind. Jetzt auf die Autobahn hoch. Ich gebe mal ein bisschen Gas hier in der Kurve. Da fängt er natürlich sofort an zu schieben über die Vorderräder. Das merkt man schon recht deutlich. Also auch hier wieder das Gewicht des Fahrzeugs ist präsent. Aber wenn ich jetzt beschleunige, dann bin ich doch sehr angetan, was der Motor mit seinen 199 PS hier in Bewegung setzen kann. Also man hat zu keiner Zeit das Gefühl, Mensch, da ist immer ein bisschen mager auf der Brust. Ganz im Gegenteil, man kann durchaus flott beschleunigen hier mit dem Wagen. Jetzt beschleunige ich mal durch. Quasi von 0 auf 100, hier geht es erst ein Stückchen berg hoch, dann aber gleich dafür als Ausgleich ein Stückchen berg runter und dann habe ich die 100 km/h schon erreicht. Wir haben noch keinen offiziellen Wert von Volkswagen bekommen für die Beschleunigung, wird aber ähnlich sein wie bei den Transportern mit der gleichen Motorisierung und ich denke in den kommenden Tagen werden die auch die technischen Daten dann noch nachreichen. Aber ich glaube, man hat schon gemerkt, wohl wieder, ich fahre hier ein großes Auto, 2,5 Tonnen, da bewegt sich schon einiges. Und auch jetzt nochmal, mal gucken, was der Verkehr hier sagt, von 80 dann einmal aufs Gas, Vollgas jetzt, dann braucht er einen Augenblick, 1, 2, 3 und dann sind wir auch schon knapp bei 100. Das DSG hat sich total schön verhalten, haben wir kaum gemerkt, dass es überhaupt geschaltet hat. Ich habe aber durchaus die Möglichkeit, hier auch manuell einzugreifen. Und auch unter Last schaltet das DSG sofort und schnell. Allerdings, und das kennen wir ja vom DSG, es hat halt auch so eine Gedenksekunde. Jetzt also hier, ich lasse mich mal auskullern, gehe voll aufs Gas. Man sieht zwar schon, dass er runtergeschaltet hat, aber bevor der Push jetzt auch kommt, dauert es halt einen kleinen Augenblick. Und jetzt nochmal zur Bestätigung hier auch auf der Autobahn. Das Fahrwerk, das ist wirklich sehr angenehm. Also du kannst schön zügig auch fahren, auch auf den Landstraßen halt. Die waren hier teilweise doch recht kurvig auch. Das Fahrwerk erlaubt so einiges. Mit dem Gewicht des Fahrzeugs muss man halt immer so ein bisschen gucken, wo man hin will und sich so langsam an die Grenzen rantasten. Also jetzt nicht Grenzbereiche, aber wie schnell kann ich denn wirklich fahren durch die Kurven? Und dann funktioniert das halt alles ordentlich vom Fahrwerk. Und es ist vor allen Dingen komfortabel. Das ist mir ja wichtig an der Stelle. Ich könnte jetzt auch mal einen Sport schalten, aber ihr würdet wahrscheinlich eh keinen Unterschied bemerken. Das wird dann halt ein bisschen straffer.
Und die Lenkung im Übrigen ist doch ansatzweise direkt. Da wundert man sich ja so ein bisschen bei so einem Nutzfahrzeug quasi. Ne? Das ist ja die große Änderung im Vergleich zum Vorgänger, die elektromechanische Lenkung, die jetzt überhaupt erlaubt, dass wir einen Seitenwindassistenten haben und einen aktiven Spurhalteassistenten. Aber Rangieren mit dem Fahrzeug geht hervorragend. Und auch das normale Fahren, das Lenkrad, die Lenkbewegung, die du vorgibst, sitzt das Auto auch sehr präzise rum. Jetzt habe ich den Tempomat nochmal auf 100 km/h eingestellt. Schneller darf ich ja eh nicht fahren. Da dreht er bei 1800 Umdrehungen. Und vielleicht habe ich hier ganz leichte Windgeräusche. Ich habe auch hier leichte Abrollgeräusche auf dem Belag, den wir hier fahren in Kanada. Ich kann euch aber sagen, wir hatten auch Straßenbelege, die sehr leise waren. Und da ist man quasi mit dem Auto so dahin geglitten. Gut, wir haben die stärkste Maschine. Volkswagen bietet ja drei Motoren an. Wir haben hier den 199 PS Motor mit Frontantrieb. Ich persönlich würde, glaube ich, mir würde der 150 PS Diesel ausreichen. Den würde ich dann aber gerne in Verbindung mit dem Allradstrang nehmen, einfach um gewappnet zu sein, wenn so ein Campingplatz mal vom Untergrund nicht ganz so gut ist, dass man da trotzdem aus eigener Kraft rein und auch wieder rausfahren kann. Aber hier mit dem 199 PS, mit der Maschine macht man auf keinen Fall was falsch. Da hat man auf jeden Fall immer genug Kraft, auch auf der Landstraße mal einen LKW zu überholen oder einen Verkehrsteilnehmer, der halt nicht ganz so schnell fahren will. Dann gucken wir uns einmal die Assistenzsysteme an. Wir haben einen adaptiven Tempomaten jetzt im Fahrzeug. Den kann ich aktivieren. Muss ich dann hier einmal hoppla runter und sagen, ACC soll es sein. Und dann setze ich den und jetzt fährt er halt in der vorgegebenen Geschwindigkeit so lange, bis wir auf einen Verkehrsteilnehmer kommen, der dann langsamer fährt und dann halte ich den Sicherheitsabstand. Wir haben auch einen Spurhalteassistenten dabei. Ich lenke jetzt hier mal gegen die Spur. Da merkt er auch, okay, hoppla, da ist die Spur und lenkt mich wieder zurück. So wie ich es verstanden habe, ist das System auf so Mittel eingestellt, dass er also nicht das Fahrzeug permanent in der Spur hält aufgrund des Fahrzeugsgewichts. Und somit lenkt er mich halt immer von einer Seite zur anderen, bleibt aber nie konstant in der Spur. Was das Fahrzeug auch mitbringt, ist eine Verkehrszeichenerkennung, die allerdings hier in Kanada so gut wie gar nicht funktioniert hat. Nee, eigentlich hat es gar nicht funktioniert, ist aber auch nicht für den nordamerikanischen Markt halt ausgelegt. Das muss man ja mal dazu sagen. Dann gibt es noch die klassische Müdigkeitserkennung. Also wenn die Daten, die hier gesammelt werden vom Fahrzeug, signalisieren, dass der Fahrer sich komisch verhält, gibt es eine entsprechende Warnung. Und hier in der Spiegelkappe seht ihr es. Und das wird auch den einen oder anderen Freunden, es gibt sogar einen Parkassistenten jetzt mit dem Bulli. Dazu gibt es auch noch einen Totwinkelwarner. Jetzt achtet drauf, zwei Wagenlängen bevor sich dieser BMW in unseren toten Winkel geschoben hat, leuchtet dann hier in der Spiegelkappe das entsprechend rot auf und warnt mich halt, hey, pass auf, zieh mal lieber nicht links raus. Ja, und somit sind die wichtigsten Assistenzsysteme, die wir aus dem PKW ja auch kennen, im Auto inkludiert, verbaut. Mit dem kleinen Nachteil, dass der Spurhalteassistent mich nicht in der Spur hält, aber das kennen wir auch teilweise im PKW-Bereich. Und die Systeme, die jetzt aber hier dabei sind, funktionieren gut und zuverlässig, soweit ich sie beurteilen kann. Ja, Kinder, das war's. Das war meine Produktpräsentation / Erfahrungsbericht / Kaufberatung zum Volkswagen California T61 Ocean oder T61 California Ocean oder wie auch immer zu diesem Vehikel, was ich euch jetzt hier lang und schmutzig in Kanada, das wollten wir noch einbringen, ne? In Kanada vorgestellt habe. Aber hier mal nicht ganz außer Acht lassen. Das war ja keine normale Ausfahrt-TV-Video-Kaufberatung, schon alleine vom Zeitformat und wie ich das alles aufbauen musste. Und ich sage ja auch dazu, hey, ich bin kein Camper, wobei ich jetzt ein Stück weit fast Veteran bin. Ne? 2 Tage Intensivtraining mit Ike zusammen und wir haben auch wirklich zusammen in dem Auto gelebt quasi. Ne? Also viel gefahren, aber auch geschlafen. Und uns morgens um 4 unterhalten, dass wir nicht mehr einschlafen können. Ja, normalerweise sage ich immer so 2 Sachen, die mir gut gefallen haben, 2 Sachen, die mir schlecht gefallen haben.
da bin ich weit von entfernt, weil wir sind in Kanada unterwegs. Es passt irgendwie alles nicht zusammen. Das Auto ist ja ein Vorserienmodell. Was ich sagen kann, was ich wirklich blöd finde, ist, dass an den Lüftungsdüsen jetzt quasi gespart haben, dass ich da den Luftstrom nicht mehr regeln kann. Das hatten wir heute schon auf der Fahrt. Irgendwie draußen, was weiß ich, was das heute waren, 20, 24 Grad. Innen wolltest du auch so 20 Grad haben. Er hat sich ins Gesicht geblasen, war es zu viel, hast es zur Seite gedreht, sagt Eik, warum stellst du mir denn die Lüftung ins Gesicht? Ne? Also das ist schon so ein bisschen schwieriger. An der Stelle, finde ich, ist er wirklich nicht besser geworden. Genauso, was wir ja auch gar nicht erwähnt haben, Eik sagt früher, oder beim T6 gab es ja nochmal einen Becherhalter unten an einem Schalthebel quasi. Einfacher Zugriff, den haben sie jetzt auch wegrationalisiert. Das muss man oben die Becher hinstellen. Das geht, also gelebt. Gefühlt, gefahren damit, das hat ja auch alles funktioniert, aber ich verstehe schon, Eik, dass er sagt, eigentlich möchte er da unten auch nochmal eine Ablagemöglichkeit haben. Die haben sie jetzt halt eingespart. Dafür hast du jetzt das virtuelle Cockpit, du hast Assistenzsysteme noch und nöcher, allerdings auch hier einschränken halt, dass der Spurhalteassistent nicht wirklich so funktioniert, wie wir das aus dem Pkw-Bereich kennen, wohl unter anderem, weil das Fahrzeug einfach schwer ist. Sonst vom Fahren her hier durch Kanada, Höchstgeschwindigkeit 100 km/h, kann ich jetzt nicht wirklich viel sagen. Was ich aber sagen kann, wir sind den ersten Tag, die ersten zwei Tage sogar komplett mit den Standardeinstellungen vom Fahrwerk gefahren und haben am letzten Tag jetzt das Ganze in Komfort gestellt und dann merkt man doch einen signifikanten Unterschied. Das ist, ist deutlich bequemer und hat uns dann auf der letzten Etappe unserer Tour auch wesentlich mehr Komfort geboten und Spaß gemacht. Ja, sonst, das Ding kostet fast 100.000 Euro. Das ist schon eine feine Sache. Ich persönlich, für mich, ich bin tatsächlich schon länger am Überlegen, ob ich nicht mal so ein Wohnmobil wage. Natürlich im Gebrauchtbereich, ne? So bis 10.000 Euro suche ich ja eher. Und ich habe bislang immer gedacht, ich brauche unbedingt was mit Dusche. Also mit Warmwasser, Dusche und Toilette. Nun hatten wir hier den Luxus, dass man uns zwei Campingplätze ausgesucht hat, wo die sanitären Anlagen wirklich sehr gut bis sehr erträglich waren. Also Dusche mit heißem Wasser, ordentlich Wasserdruck, die Toiletten immer schön sauber. Dann ist das natürlich ein Träumchen. Trotzdem würde ich mir, glaube ich, ein Fahrzeug wünschen, wo ich dann noch so eine Toilette zumindest drin habe, die man auch abschließen kann, ne? Wo man seine Denkpausen auch leben kann. Aber rundum, ich bin doch sehr angetan von dem Wagen und ich hätte nicht gedacht, dass es alles so gut klappt, auch mit Eik und mir. Ich meine, mit uns klappt es ja immer, ne? Mit Eik und mir. Aber hier, er schläft oben, ich schlafe unten und trotzdem haben wir es alles gut hingekriegt. Das war schon nett. Also es ist schon, heute Nacht hat es dann auch mal geregnet, das fand ich auch schön, wenn der Regen so oben auf das Dach tröpfelt und so. Ne? Das ist schon eine sehr nette Sache und wer mit so einem Fahrzeug liebäugelt, den kann ich nur beglückwünschen und ein Stück weit beneiden, dass er sich den leisten kann. Das soll es gewesen sein. Drei Tage Kalifornien in Kanada. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat der Clip auch ein bisschen Spaß gemacht. Es gibt kein Bewertungsvideo. Das war es jetzt auch einfach. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Sehr gespannt, was ich nicht alles falsch erzählt habe. Ne? Und wie viele kommen, ich habe ja keine Ahnung von dem Thema. Richtig. So ist es. Aber Spaß gemacht hat es mir. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Gebt mir einen Daumen nach oben. Ich verabschiede mich an dieser Stelle wie immer und sage tschüss, bis dann. Euer Jan.